Ja, Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Kanalinfo und heute möchte ich euch zwei Themen ansprechen. Und zwar das erste Thema ist Livestream auf Twitch und das zweite Thema ist, wie es zur Zukunft im Kanal mal wieder aussieht. Und zwar wird sich da einigermaßen sehr viel ändern. Aber wir fangen gleich an mit Twitch. Und zwar heute 19 Uhr live wieder auf Twitch mit Wilkie dabei. Streamen wir wieder die Nacht durch. Gestern hatten wir nämlich auch einen spontanen Stream. Da war Wilkie auch wieder dabei. Und wir haben mal gesagt, bei 20 Views permanent machen wir wieder die Lemon-Face-Challenge. Und das ist wirklich gegangen, dass wir die so gelaufen, der Stream, sagen wir so, dass wir wirklich 20 Views hatten und ich durfte dann live die Lemon-Face-Challenge machen. Da habe ich auch ein Video auf der Kamera, kann ich euch dann auch mal zeigen in einem Try-Day wieder. Und genau, das war es eigentlich vom Livestream her. Also heute 19 Uhr auf Twitch. Das zweite Thema, da greife ich gleich mal um. Zweite Thema ist Kanalumbau, und zwar wird es nicht mehr so sein, dass ich allein auf diesem Kanal Videos mache, sondern Wilkie ist auch mit auf diesem Kanal. Und zwar wollten wir von durchaus machen, dass wir dieser Kanal, wo ihr jetzt das Video seht, nur für Gaming da ist, also nicht für Vlogs, Try-Day und so. Das kommt alles weg. Genau, aber nicht komplett weg, sondern es wird alles auf den Kanal verschoben. Von mir, also der heißt dann auch Trisys, der ist natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Schaut mal da vorbei und da kommen halt jetzt dann zukünftig die Try-Days und so weiter und so fort. Try-Days über Sachen, wo ich halt rede und so weiter, genau. Und auf diesem Kanal wird permanent nur Gaming kommen, aber auch so Dinge wie Wenn ich du wär, schreckliche Ecki-Familie, das fällt natürlich nicht alles weg. Ist halt bloß halt eigentlich zusammengefasst die Vlogs auf dem anderen Kanal und das Gaming-Zeug auf einem Kanal. Dass halt das ein bisschen übersichtlicher ist und dass, wenn wirklich jetzt auch mit auf den Kanal mitmacht, dass ich nicht da alles voll vlogge. Genau. Und wirklich hat auch seinen Kanal, der wird dann auch zum Vlog-Kanal. Aber ihr dürft es nicht schlecht sehen, dass wirklich da hier mitmacht, sondern eigentlich besser. Ihr dürft nämlich dafür anstatt ein Video zwei Videos am Tag sehen. Wenn ihr natürlich das anschauen wollt. Und zwar von mir kommt wie immer jeden Tag Minecraft. Mal wieder natürlich immer andere Spielmodis, aber mal schauen, was ihr wollt. Ich will auch Far Cry auch machen, habe ich auch gesagt. Und Wilkie wird halt dann machen Sims, Alien Isolation, keine Ahnung, Assassin's Creed, was halt alles so mit Story Games zu tun hat. Aber wir werden auch natürlich zusammen Let's Playen, wie zum Beispiel verschiedene Minecraft Projekte. Aber bei mir wird hauptsächlich Minecraft kommen. Bei Wilkie wird hauptsächlich Story Spiele kommen. Genau, mir ist es eigentlich nicht, für die, wo es falsch verstanden haben, in der in dem Let's Play Minecraft. Ihr könnt mir auch in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet oder wie wir das besser ausarbeiten könnten. Ich freue mich immer über ein Feedback. Und sonst war es das eigentlich, mehr habe ich auch nicht mehr, glaube ich, zu sagen. Also Wilkie macht mit, das habe ich gesagt. Zwei Videos am Tag, eins von Wilkie, eins von mir. Der Kanal wird halt wahrscheinlich dann demnächst umbenannt und der Kanalbahn und so geendet. Aber ich bleibe auf meinem Kanal, Trisys, und ich bleibe auch hier. Also es wird nichts getrennt, es geht eigentlich so weiter wie sonst immer. Und bloß, dass halt ein Video zusätzlich am Tag dazu ist. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Genau. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Und ich und Wilkie werden halt jetzt jeden Samstag, also heute, 19 Uhr streamen, dass ihr da Freunde habt. Und wenn ihr Lust habt, da ich spontan ja immer stream, okay, das habe ich jetzt gerade gedacht. Nee, ich stream ja immer spontan auch. Wenn ihr da wollt, dass ihr da Infos habt, also dass ihr eine Information bekommt, wann ich streame, Facebook liken, da poste ich es immer, oder Twitter. Ich poste immer auf den zwei Seiten. Oder ihr folgt mir auf Twitch. Da bekommt ihr dann eine Nachricht, wenn ich streame. Das wäre das nächste. Also die drei Möglichkeiten gibt es für euch, wenn ich spontan streame. Aber ansonsten wüsste ich nicht, wie das hinhauen würde. Auf jeden Fall, gestern war ja spontan Stream. Das wollte ich euch bloß sagen. Also sonst habe ich auch nicht mehr zu sagen. Also Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.